Pietro Basile, unser Sängergast, der heute Winter auf der Schreigehans hat, hat den Siegerpokal und natürlich auch Geschenke für den erfolgreichen Fahrer. Pietro, gegen einen an seiner Seite nochmal für schöne Erinnerungsbilder nach einem erfolgreichen Rennen. Und so trifft die Showbranche auf die Sportbranche. Jetzt wollen wir den Mann noch hören, der so häufig hier gegen schon gewonnen hat. Jetzt im Interview bei Christoph Miller. Ja, wir gehen zum Rollen und. Gut, hat noch Energie, der Jungs. Ja, ich habe die Klappe und die Watte noch nicht mal gezogen. Und da drin war es auch passend für ihn. Und ja, hat er super gemacht. Du hast es auch super gemacht. War das etwas wie ein Traumrennverlauf, den man auch wollte? Ihr seid losgefahren, ihr wolltet die Spitze, ihr habt Probleme fahren lassen. Und dann hast du gewartet, um zum Punch rauszunehmen? Ja, genau. Der hat so viel Speed, 200 Meter. Ich habe in den letzten Wochen schon gemerkt, dass er noch bereit ist und hat sich noch angesaugt und da konnte ich ihn loslassen und dann ja, hat er sich vorgelöst. Wir warten natürlich alle auf das Hauptereignis heute, der Bildpokal. Da bist du auch im Rennen. Du fährst bei einer deiner Lieblinge, einer deiner Lieblingspferde. Was sind die Chancen heute? Ich glaube, sehr gut. Natürlich muss man auch ehrlich sagen, der Favorit ist raus und das führt mir natürlich in die Karte. Wäre natürlich gelogen, wenn ich sage, wäre mir egal gewesen, wenn er gelaufen hätte. Aber voll Glück, Publikum schade, aber vor uns gut. Fühlt sich das gut an, wenn man dann den Renntag auch mit so einem schönen Sieg startet? Ja, natürlich. Wenn man gewinnt, dann sitzt man noch ein bisschen besser auf dem Wagen. Aber ich habe alle Vertrauen im Bayard, dass ich bin entspannt. Magst du Applaus? Ja, sehr gerne. Sie haben es gehört, meine Damen und Herren. Der junge Mann mag Applaus, jetzt möchten wir Sie hören. Ich kann das sagen. Und das geht jetzt auf die Ehrenfahrt mit dem Siegfahrer, den wir gerade gehört haben, Robin Wott und der Mann, der